Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Volksinitiativen können ja auch was Gutes haben, nicht nur, weil sie zu den demokratischen Grundwesen gehören und das natürlich auch verbrieftes Recht ist. Insofern grundsätzlich auch wie bei Fraktion Die Linke erstmal Respekt und Anerkennung für jede Form von Volksinitiative. Volksinitiativen haben aber auch den Vorteil, dass man sich mit einem Thema etwas tiefgründiger, umfassender befassen kann, darf, soll oder muss. In diesem Falle zwei Ausschüsse. Ich kann mich nur bedanken, federführend beim Wirtschaftsausschuss, bedanke mich für den Bericht des Ausschussvorsitzenden für die gute Zusammenarbeit. Wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Abstandsregelung, 10H, welche Folgen, befasst und das war auch gut so. Und drittens, Volksinitiativen können auch zur Klarheit beitragen. Ich glaube, das war auch ein Vorteil, sich mal etwas intensiver mit den Anliegen der Aktionsbündnisse Freie Horizonte und den angeschlossenen Bürgerinitiativen sich mal auseinanderzusetzen und sich vor allem die Frage zu stellen, was wollen die eigentlich? Welche Ziele haben die eigentlich? Welche Motive? Warum machen sie überhaupt diese Volksinitiative? Bei der Amtsgerichtsstrukturreform war das relativ einfach und gut erkennbar. Ne? Wir wollten, oder die Antragsteller zumindest, wollten Amtsgerichte halten, ne? Möglichst keine Zweigstellen. Aber bei der Volksinitiative 10H-Regelung über die Länderöffnungsklausel in Gang zu setzen, war die Frage schon auch berechtigt, was ist die Zielsetzung? Wenn man die Verlautbarung der Initiatoren sich angesehen hat und angehört hat und nochmal nachgelesen hat, ist das relativ einfach. Ich zitiere mal aus dem Protokoll der Anhörung der Aktion Freie Horizonte, also den Initiatoren der Volksinitiative, folgendes Zitat, also zu der Frage der Zielsetzung. Ne? Die Akzeptanz der Bevölkerung ist jedoch für das Gelingen der Energiewende und den hierzu erforderlichen Ausbau von Möglichkeiten zur Erzeugung von erneuerbaren Energien wesentlich. Und jetzt kommt's, diese Akzeptanz ist erfahrungsgemäß abhängig von der Höhe der Windkraftanlage und ihrer Entfernung zu den Wohnungen betroffener Anlieger. Ganz klar formuliert. Daraus könnte man eine Schlussfolgerung ziehen, dass sich scheinbar die Antragstellerinitiatoren sich um die Akzeptanz der Windenergie Sorgen machen. Und man könnte annehmen, wenn man mal was Positives unterstellt, sie möchten uns gute Ratschläge geben, wie könnte man die Akzeptanz von Windenergie als tragende Säule der Energiewende verbessern. Könnte man ja so annehmen. Problem nur, dass bei der Anhörung erwartungsgemäß alle Sachverständigen, alle Experten, alle komplett zu einer ganz anderen Erkenntnis gekommen sind, nämlich zu der Erkenntnis, dass es keine belastbaren wissenschaftlichen Nachweise dafür gibt, dass die Abstandsregelung zu einer Erhöhung der Akzeptanz der Windenergie führen könnte. Durch die Bank, alle. Natürlich gibt es Akzeptanzprobleme, aber die haben ganz andere Ursachen. Nicht der konkrete Abstand einer Anlage zur Wohnbebauung. Einige wurden schon genannt, ich möchte sie nochmal auflisten. Manche Menschen stören sich an der aus ihrer Sicht sogenannten Verschandelung des Landschaftsbildes, übrigens unabhängig vom Abstand. Da spielt der Abstand erstmal überhaupt keine Rolle. Es stört manchen Menschen einfach, die Anlagen in der Landschaft zu sehen. Oder es ist die Angst vor dem angeblichen Werteverlust ihrer Immobilie. Oder es ist sich gestört fühlen durch die nächtliche Befeuerung. Oder Geräusche, Schall, möglicherweise auch die Angst vor gesundheitlichen Problemen. Viele Bürger beschweren sich, und das war ja auch Thema im Petitionsausschuss, über die mangelnden Informationen, schlechte informelle Beteiligungsform, mangelnde Transparenz. Andere Bürger beschweren sich über die mangelnden Möglichkeiten der wirtschaftlichen Beteiligung. Das heißt, es gibt also eine ganze Latte von unterschiedlichsten Gründen für Akzeptanzprobleme. Nur eines wird gar nicht oder fast gar nicht genannt, nämlich die Frage der konkreten Abstand zur Windkraftanlage. Wenn es das also ganz offensichtlich nicht ist, was das Ziel der Initiatoren sein war. Da kann man sich die Frage stellen, was ist denn nun das eigentliche Ziel gewesen der Volksinitiative? Sie haben es nie so richtig klar benannt. Aber ich glaube, ist es dem Letzten klar geworden, was die Zielsetzung ist. Und in einem Satz in Ihrer Stellungnahme wird es, glaube ich, auch deutlich, der ist sehr kurz. Sie formulieren konkret, ein Ausbau von Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern trägt nicht zum Gelingen der Energiewende bei. Ich könnte auch verallgemeinern sagen, der Ausbau der Windenergie in Deutschland trägt nicht zum Gelingen der Energiewende bei. Das ist die Kernthese und damit wird deutlich, man lehnt die Windenergie grundsätzlich ab als tragende Säule der Energiewende. Das wäre klar, deutlich und ehrlich, wenn die Initiativen das so auch klar gesagt hätten.
Es lohnt sich auch mal, sich anzusehen, die sogenannten fachlichen Grundlagen der geistigen Führer der Anti-Windkraft-Bewegung. Zum Beispiel empfehle ich mal nachzusehen unter www.vernunftkraft.de. Da findet man immer wieder auch verschiedene Gegenargumente gegen Windenergie. Kleines Zitat, der sogenannte Mythos 3. Windkraft und Photovoltaik können kurz- bis mittelfristig Atom und Kohle ersetzen. Ihr möglichst schneller Ausbau muss daher oberste Priorität haben. Aus deren Sicht ist das ein Mythos, nämlich Fakt aus Sicht der Windkraftgegner oder Aktionsbündnis Freie Horizonte. Photovoltaik und Windindustrie sind abgesehen von wenigen besonders bevorzugten Lagen in Deutschland ein reines politisches Placebo, allerdings ohne nennenswerten Effekt, dafür mit starken negativen Nebenwirkungen. Und diesen Satz sich nochmal vorzuführen, ich glaube, das macht deutlich, welche Denkrichtungen es hier gibt. Photovoltaik und Windindustrie sind eben kein reines politisches Placebo. Das sind die entscheidenden Tragensäulen für das Gelingen der Energiewende in Deutschland. Wenn es darum geht, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen und 100% des Stroms aus Erneuerbaren zu erziehen, geht das logischerweise nur mit Windstrom oder mit PV-Strom. Das heißt also, wer die Energiewende will, muss sich zu Windstrom und PV-Strom bekennen. Berechnungen von Fraunhofer-Institut gehen davon aus, dass wir zukünftig von den etwa 600 Terawattstunden Strombedarf in Deutschland etwa zwei Drittel, also über 400 Terawattstunden aus Windstrom on- und offshore erzeugen müssen. Ohne dem wird die Energiewende nicht funktionieren. Und wer klipp und klar sagt, das wäre nur ein Placebo, der verabschiedet sich von der Energiewende. Und das ist natürlich besonders makaber und besonders kritikwürdig vom Hintergrund der jüngsten Entscheidungen von über 190 Staaten in Paris zum Weltklimavertrag. So weit weg sind diese Initiativen von den Realitäten und den Herausforderungen der notwendigen Umstellung der zukünftigen Energiesysteme weg von den fossilen Energieträgern hin zu den Erneuerbaren. Insofern tragen Volksinitiativen in dem Falle vielleicht auch etwas bei zur Information und zur Aufklärung, damit man auch weiß, wer wo steht und wer welche Ziele hat. Dann kann das auch vielleicht noch was Gutes sein. Meine Damen und Herren, die Volksinitiative zur Anwendung einer 10H-Regelung mit Nutzung der Länderöffnungsklausel in Mecklenburg-Vorpommern ist gescheitert. Meine Damen und Herren, das ist gut so. Das ist gut für das Gelingen der Energiewende und das ist auch gut für unser Land Mecklenburg-Vorpommern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.